Nach dem Sommertheater im Magdeburger Technikmuseum startet die Familie Hengstmann nun in ihre 13. Spielzeit. Anders als in den Vorjahren startet die neue Spielzeit nicht mit einer Premiere. Das aktuelle Dreierprogramm von und mit Frank Sebastian und Tobias Hengstmann, Propaganda, hatte am 12. März Premiere. Durch die Corona-Pandemie haben die Hengstmänner das neue Programm nur viermal auf der heimischen Bühne gespielt. Ein Hygienekonzept liege vor und man habe alles Mögliche getan, damit der Spielbetrieb so normal wie möglich ablaufen kann. Aufgrund der Abstandsregelung stehen nur die Hälfte der Plätze zur Verfügung. Am 5. November feiert dann das neue Programm positiv Premiere. Neben den hauseigenen Produktionen soll es in der neuen Spielzeit natürlich wieder Gastspiel-Highlights geben. Weitere Informationen gibt es auf www.hengstmanns.de.